für Stück. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist am Weimar. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. So, der erste Skineuheitentest in diesem Jahr heute mit Andreas Konrad von der Firma Völkli. Wir sind ja gerade in Ofterschwang. Der neue Ski steht schon parat. Andreas, was gibt's Neues für die nächste Saison? Also wir bei Völkli haben eine ganz tolle neue Innovation. Und zwar haben wir ein neues Dämpfungssystem auf den Skiern, das sich UFO nennt. UFO steht für ultimative Vibrationsobjekte. Und zwar haben wir das hier in der Schaufel, das hier schön sichtbar ist, haben wir eine Masse, die flottierend in einem Elastomer schwimmt. Und das haben wir genau auf dem Punkt, wo die Schwingungen am stärksten sind. Der Vorteil von dem Dämpfungssystem ist, dass das auf 360 Grad wirkt. Und zwar, da von der Seite, von längs, von oben und unten Schwingungen auf den Ski kommen. Diese werden neutralisiert, das kann man sich so vorstellen, wie in einem Hochhaus, das gegen Erdbeben gesichert sein soll. Da gibt es ein Schwingungspendel und genauso in dieser Art funktioniert es. Ist die Konstruktion nur auf dem Ski oder ist sie auch dann im Ski verbaut? Nein, die Konstruktion ist nur vorne, genau an diesem speziellen Punkt, wo die Schwingungen auftreten. Und der große Vorteil von diesem UFO ist, dass man den Ski länger auf der Kante halten kann, da die Schwingungen gedämpft werden. Ich kann den Ski noch leichter bauen, weil er trotzdem durch die Dämpfung leichter zum Fahren ist, sportlicher zu fahren ist, agiler zum Fahren ist. Also ich habe durch diese Dämpfung, durch dieses UFO nur Vorteile am Ski. Zum zweiten neuen Ski, in All-Mountain-Ski. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ja, das ist unser RTM 81. Die RTM-Serie, RTM steht für Ride the Mountain. Das ist, wie der Name schon sagt, ein All-Mountain-Ski. Was ganz wichtig ist, die Setup dieses Skis ist sensationell. Und zwar, man hat angefangen, immer breitere Ski zu bauen und hat anfangs dann vergessen, dass man die Bindung auch mitentwickeln muss. Hier sehen wir schön unsere IPT Wide Ride. Das heißt, die Bindung, das ist bei jedem Ski bei uns so, die Markerbindung ist von der Breite her so abgestimmt, dass wir die optimale Kraftübertragung auf die Kante bringen. Dann haben wir in der RTM-Serie einen neuen Ski, das ist der RTM 81. 81 steht für die Breite unter der Bindung, 81 mm. Das ist ein Vollrocker-Ski. Darüber gibt es noch den RTM 84 und der 81er ist ein bisschen weicher abgestimmt, sehr sportlich, hat hier diese Halbschalenkonstruktion, halb Seitenwange, halb Cap, funktioniert einwandfrei und ist für sehr sportlich orientierte Skifahrer. Das heißt, mit dem All-Mountain-Ski kann ich ja beides machen. Ich kann auf der Piste fahren und im Gelände. Wie breit ist jetzt die vordere Schaufel von dem Ski ungefähr, dass man eine Vorstellung hat? Also die vordere Schaufel liegt bei 126 mm. Ich habe hier schon eine relativ breite Schaufel. Aber wie gesagt, auch hier, da muss das ganze Setup, der ganze Sidecut muss aufeinander abgestimmt sein, dass man auf der Piste den optimalen Fahrspaß hat. Und natürlich auch neben der Piste geht dieser Ski sehr, sehr gut. Aber wie du sicher auch weißt, wir haben auch breitere Ski, die sie dann nur zum Freeriden gebraucht werden können.
Eine Frage, die mich natürlich interessiert, weil es sehr, sehr oft auch im Bekanntenkreis geredet wird, sind All-Mountain-Ski typische Anfängerski? Also typische Anfänger-Ski sicher nicht, aber auf alle Fälle kann ein Anfänger oder ein Einsteiger mit einem All-Mountain-Ski sensationell das Skifahren lernen, weil wir hier einfach auch die Vollrocker-Geschichte haben. Der Ski dreht sehr leicht ein oder die Tipprocker-Geschichte beim RTM 73 und 75. Die gehen sehr einfach zum Fahren und das ist sicher ein sehr großer Vorteil für Anfänger, weil es gibt sicher viele Leute, die anfangen und denen verkauft man einen typischen Skien RC, SC, GSSL, die dann schon sehr spezifiziert sind. Okay, und die zweite Geschichte, was auch noch sehr wichtig ist, das ist gerade im Gespräch mit uns beiden rausgekommen. All Mountain heißt nicht gleich automatisch Freeride. Da muss man ja schon auch ein bisschen unterscheiden. Da habt ihr auch eine eigene Serie. Was kannst du da noch dazu sagen? Ja, absolut. Ab und zu wird es oft mal verwechselt, dass man zum All-Mountain auch sagt, mit dem kann man wahnsinnig gut freeriden. Natürlich kann man mit Freeride-Ski viel besser freeriden, aber ein All-Mountain-Ski heißt eigentlich hauptsächlich ein Pisten-Ski bei allen Schneeverhältnissen. Ich habe zum Beispiel an Ostern habe ich morgens eine gefrorene Piste, eine sehr harte Piste. Da funktionieren diese Ski sehr, sehr gut. Dann wird es mal ein bisschen weicher. Ich habe vielleicht Neuschnee, finde irgendwo ein Tiefschneefeld, da kann ich mit den auch sehr gut fahren, aber auf der Piste wird es dann mittags sulzig gegen 3-4 im April und dann kann ich natürlich mit einem All-Mountain-Ski richtig schön durchcruisen.